Sehr geehrte Damen und Herren, der Höhenflug des Euro-Dollar-Wechselkurses seit Jahresanfang ist zur Hälfte eine Schwäche des Dollar. Der leidet unter dem politischen Durcheinander in Washington, auch wenn die US-Politiker unter dem Eindruck der Flutkatastrophe ein Schließen der Bundesbehörden und einen Zahlungsausfall vorerst vermieden haben. Aber am 15. Dezember endet die Zahlungsermächtigung für die amerikanische Bundesregierung. Außerdem greift dann wieder die Schuldengrenze. Spätestens bis dahin müssen sich Republikaner und Demokraten geeinigt haben, um ein Schließen von Behörden oder gar einen Zahlungsausfall zu vermeiden, der schlimme Folgen für das Finanzsystem haben würde. Aber die beiden politischen Lager sind verfeindet. Zwar werden sie sich in letzter Minute einigen, aber der Weg dahin wird Nerven kosten. Die Reputation der USA leidet weiter. Zu einem Schub für den Dollar käme es nur, wenn Präsident Trump sein Wahlkampfversprechen einer großen Steuerreform verwirklichen würde. Allerdings sind die Aussichten für einen großen Wurf schlecht. Denn umfangreiche Steuerreformen, wie unter dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan, erfordern mehrjährige Verhandlungen und eine Unterstützung durch beide politischen Lager. Einen wirklichen Schub dürfte der Dollar also von der US-Politik vorerst nicht erhalten. Er wird gegenüber dem Euro wohl erst wieder zulegen, wenn gegen Jahresende klar wird, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lesen Sie für mehr Informationen bitte die Woche im Fokus.